was ist Bayern-like? Das Wort wird oft genannt, Bayern-like, aber ich glaube, die Offensive ist einfach bärenstark und wir spielen hohes Risiko. Das wissen wir natürlich auch. Wir haben heute 5 Auswechslungen gerade in der zweiten Halbzeit gehabt. Da kann es schon mal sein, dass die ein oder andere Zuordnung nicht ganz so stimmt. Trotzdem ist mir einfach immer wichtig, dass wir weiterhin so mutig nach vorne verteidigen, dass wir den Gegner unter Druck setzen. Und dann kann schon das ein oder andere Mal passieren, dass der Gegner eine Chance hat. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das ist schon so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt haben Sie die Einwechslung eben angesprochen. Es waren ja nahezu alle dann drin, bis auf Rocker und Saar. Da hat Lothar Matthäus auch angemerkt. In der Gesamtdiskussion würde es den beiden ja vielleicht gut tun, wenn die auch ein paar Minuten bekommen hätten. Wie sehen Sie das? Ja, ich habe 5 Auswechslungen, leider keine 7 heute gehabt, deswegen wurden 2 nicht eingewechselt. Ja, mathematisch ganz richtig. Muss man Hansi wieder recht geben. Ja. Ja, das ist ja, wer dann was rechnen, Lothar. Gut, aber warum dann ausgerechnet nicht Rocker und Saar, könnte ich ja noch nachlegen. Ja, das ist meine Entscheidung. Also deswegen, es ist so, dass die Spieler, die wir rausgenommen haben, adäquat ersetzt und von daher gab es keine andere Option mehr. Wir haben Joshua Kimmich, der ein super Spiel gemacht heute, eben auch schon gehört und ihn auch dazu befragt. Also Esther Zetacek hat das getan, wie das bei der Mannschaft ankommt, dass es vielleicht nicht ganz so harmonisch im Moment ist intern zwischen Hasan und Ihnen. Da hat Joshua Kimmich gesagt, naja, es wäre natürlich schöner, wenn so ein bisschen Ruhe einkehren würde, obwohl der Erfolg ja da ist. Ne? Also was kann man tun? Wer kann ein bisschen auf wen zugehen? Dass es vielleicht intern dann... Wir haben das schon gemacht. Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das aus der Welt geschaffen und im ganzen Sinne des Vereins. Und das war ein kurzes Gespräch und beide, glaube ich, sind wir auch, was das betrifft, sehr, sehr optimistisch auch für die restliche Saison, für die Zukunft auch von uns. Ah, prima. Wann hat das Gespräch stattgefunden? Ja, heute. Achso, sehr schön. Schön, sind wir wieder ein Stück weitergekommen. Ja. Jetzt sind noch 7 andere drin, Hansi Flick, also in diesem Viertelfinale. Wo sehen Sie den Weg der Bayern? Wie unbegrenzt ist er auch in dieser Champions-League-Saison? Das kommt immer natürlich auf der einen Seite auf uns an, dann auf den Gegner. Das sind noch 8 Mannschaften in dieser Runde und die Besten der Besten spielen gegeneinander. Also von daher ist genau da, wo wir hinwollen, genau da, wo wir uns auch wohlfühlen. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir einen guten Gegner bekommen und dann 2 Top-Spieler abliefern. Das ist einfach auch wichtig, gerade in dieser Phase jetzt. Und das ist unser Ziel. Wir wollen so erfolgreich als möglich auch die Saison abschließen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Viertelfinale einfach auch Top-Leistung bringen. Eine knifflige Frage gibt es vielleicht noch rund um Robert Lewandowski, der ja heute wieder getroffen hat, auch eine Wahnsinnsquote hat in dieser Saison. Der Bus will ja eventuell mit der Nationalmannschaft reisen. Da gibt es ja das Problem mit der Quarantäne, eventuell, wenn er wieder zurückkehrt. Wann fällen Sie da oder er da oder wer auch immer eine Entscheidung? Nein, wir haben beim David, weil es aktuell ist bei David, das ist das erste Spiel. Der wird nicht beim ersten Spiel dabei sein in Schottland. Und bei Robert Lewandowski wird es so sein, dass wir abwarten und dann entscheiden. Und natürlich auch im ganzen Sinne des Vereins, weil wir brauchen alle Spieler im Spiel gegen Leipzig. Und deswegen ist natürlich die Entscheidung dann dementsprechend, wir warten ab, was die Behörden dazu sagen. Es kann sich natürlich das eine oder andere noch ändern. Deswegen haben wir einfach noch ein paar Tage Zeit, um dann die Entscheidung zu treffen. Ja, Hans, ich weiß, dass du immer vorsichtig bist mit Aussagen. Gibt es aber eine Mannschaft im Viertelfinale, auf die du nicht unbedingt treffen möchtest? Weil es gibt ja dann schon, sagen wir mal, ein bisschen unterschiedliche Qualitäten. Hast du da eine, wo du nicht unbedingt im Viertelfinale, sondern vielleicht erst im Finale begegnen möchtest? Nein, weil wenn ich jetzt eine Mannschaft nennen würde, dann weiß ich hundertprozentig, dass ich die dann auch bekomme. Ja, dann sag doch die du bekommen willst. Ich würde nicht so gerne gegen FC Porto spielen. Okay, also es gibt am Freitag die Auslosung, gibt es natürlich auch bei uns. Sie werden sich das auch in Ruhe anschauen. Hansi Flick, vielen Dank für die Zeit. Ja. Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Und dann, egal wer es wird, die beiden werden es machen. Danke.